Miau, willkommen zurück. Der letzte Tomb Raider Anniversary Part. Uiuiui. Spannend. So. Hoppala. Oh, oh. Ui. Ich habe gerade schon befürchtet, dass das Feuer uns wieder so wehtut wie diese Walze damals. Das war scheiße. Da muss ein Haken. Und dann? Oh. Aber da ist Feuer, da ist heiß. Ich schwinge mich mal lieber da oben drauf. Vorsicht. Uiuiui. Ui, ui. Cool. Noch Goodies. Oh, und ein Secret. Ja, jedenfalls die Goodies können wir ultra gut gebrauchen. Denn wir wissen ja alle, wir müssen nochmal zur guten Nadler. Haben wir da nicht alle wahnsinnig Lust drauf? Ich kann es kaum erwarten. Ihr doch bestimmt auch nicht. Fein. So. Wo sind wir denn jetzt hier? Ich frage mich, wie lange das Level an sich geht. Oh. Also noch geht. Da ist er ja schon. Thousands of years I've waited for this moment. Do you realize what you've done? Wie sie guckt, mir doch egal. Do you believe it was spilled for the good of all man? For your own selfish desire. Look inside yourself, Lara. Your heart is as black as mine. Oh. Uah. Da greift doch schon an. Okay, wir können auf ihre Flügel schießen. Das war im Einser auch so. Mist, da haben wir zuallererst mal die gute flugunfähig gemacht. Wir dachten dann, sie wäre schon tot. Aber dann kam sie zurück. Also quasi wie bei ihrem Riesenmutanten erstmal die Extremitäten abballern. Ich frage mich, was sie sich für diesen Kampf hier ausgedacht haben. Weil... Okay, die Uzzis sind leer. Das wird hier ja wohl so wie bei Mutanten kaum einfach nur ums Abballern gehen, glaube ich nicht. Niemals. Ich glaube, das wird schwerer als der Mutant. Hoppala. Hat sie sich auf uns draufgesetzt. Die Alt. Sie hat eine Adrenalinanzeige, das macht mir ein bisschen Sorgen. Das Problem ist, ich glaube, wir müssen halt... Wir haben ja auch ihren Körper als Ziel. Ich glaube aber, so viel Damage machen wir da gar nicht. Aber ich kann Lara halt gerade nicht sagen, wo sie hinschießen soll. Oh! Was leuchtet eigentlich so an ihrem Rücken? I don't think so. Meine Pistole hat unendlich Munition. Gute. Gute alte Nadler. Okay, ich vermute, das läuft jetzt wie bei T-Rex und Zentauren. Wir machen sie erstmal ganz schön wütend. Und ich glaube, dass wir bestimmt... Oh, ich glaube, das hat nicht funktioniert. Bestimmt auf ihren Rücken schießen müssen. Okay, warum funktioniert das nicht? Warum kriege ich es nicht hin? Ich habe schlechtes Timing gerade. Das war sowieso ganz schlechtes Timing. Und sie greift nochmal an. Okay. Habe ich gerade nicht so drauf. Tut mir leid. Ah, jetzt geht es. Lass mich raten, jetzt schießt du wieder. Jetzt stehst du so schön im Eck. Oh. Oh, 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 oh. Du machst aber Damage.
Dann machen wir dich mal wieder wütend und versuchen das Ganze auf ein neues. Wir haben schon all deine ekligen Kreaturen getötet, dann werden wir dich doch auch noch hinkriegen. Au, zu weit gelaufen. Oh. Okay, okay. Jetzt. Verdammt, warum kriege ich es nicht hin? Das war nichts. Was zur Hölle? Sonst mit dem Flügel erwischt. Das macht mich jetzt gerade so ein bisschen wütend. Ich schätze mal, anders haben wir gar keine Chance gegen die Alt. Okay, jetzt geht das wieder los. Ich verstehe dein Schema schon. Wäre doch gelacht. Ich habe super Pistols. Oh, das ist schlecht, wenn sie jetzt angreift, weil wir müssen erstmal aufstehen. Ah. Verdammt. Ich weiß halt nicht, ob was Bestimmtes passiert, wenn wir es schaffen. Oh, 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 oh. Ja, das war neu. Jetzt habe ich wieder das Timing verkackt. Das war neu. Sie hat sich so... mit dem Rücken. Seht ihr, seht ihr? Oh, zu kurz. Schade. Okay. Ich glaube, ich habe verstanden, was zu tun ist. Hoppala. Aber also bitte, dass wir Munition verlieren. Eventuell haben wir am Ende keine Medipacks mehr, aber noch keine Munition. Also Knappheit. Das wäre doch gelacht. Okay, dann ist das aber ganz schwere Timing-Frage, weil offensichtlich funktioniert es ja nur, wenn sie dann danach so mit dem Rücken zu uns sitzt. Das war zu früh. All die anderen Male, wenn ich jetzt denken würde, es hat funktioniert, tut es dann wohl nicht. Also ich würde schon denken, dass es funktioniert hat, wenn wir dabei nicht von ihr dann noch erwischt werden. Aber offensichtlich ja nicht. Denn, was auch immer das auf ihrem Rücken ist, was so leuchtet, im Einser gab es das nicht. Das ist wohl die Schwachstelle. Ihre Achillesferse. Ist wieder soweit? Gut, komm her. Nee, was war denn das? Was war denn das? Schade, das ist ganz, ganz dolle schwierig heute. Timing so sowieso nicht, wenn ich in den Pfosten laufe. Das ist gerade ein bisschen frustrierend, weil ich habe schon das Gefühl, dass die Sprünge sitzen. Oh, das habe ich ja noch nie gemacht. Machen. Oh, kannst gerne öfter mit deinem Rücken zu uns stehen bleiben. Habe ich nichts dagegen. Aua, wenn sie uns unterbricht, ist gemein. Das ist unfair und feige. Ey! Warum, wenn doch diese Phase für den Adrenalinkopfschuss initiiert wird? Kann sie uns trotzdem Schaden zufügen? Scheißdreck, das ist voll gemein. Oh
Oh, ist viel zu kurz, wie sie da mit dem Rücken zu uns sind. Viel zu kurz, sie hat noch viel zu viel Energie. Das geht ultra lange hin. Das ist doch scheiße. Ist nicht so, als hätte ich das schon sehr oft in diesem Spiel gesagt. Das ist wieder so eine Szene, wo einfach übertrieben wird, finde ich. Hoppala, das war nix. Rücken, 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 Rücken! Ah! Mann! Na. Geh sterben! Verdammt. Verdammt, 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 verdammt. Ja, ich weiß, ich sollte aufhören zu schießen, während sie auf uns zurennt, weil das bringt ja eh nichts. Ach ja, geht's wieder rund. Ja, die hat's aber schon in sich. Also da haben sie einen starken Endgegner gemacht, finde ich. Ich weiß, hier liegt Zeug rum zum Aufsammeln, aber ich brauche für den Adrenalin-Kopfschuss sowieso die Pistolen. Nützt gar nichts. Habe ich nichts von. Natürlich stehen wir dann ja auch vollkommen falsch neben ihr. Ich frage mich auch manchmal, hat sie uns den Rücken wenigstens kurz zugewandt, ob wir ihr dann auch Damage machen oder ob das wirklich nur geht. Oh, wenn der Kopfsprung gesessen, ne? Scheiße. Ja, die Medipacks werden knapp. Aber wir haben noch ganz viel große. Ich bin zu dumm. Mist. Bei ganz vielen würde ich einfach denken, es funktioniert. Aber dann bleibt sie halt nicht so gelähmt sitzen wie hier jetzt. Der Bro-Gamer. Der Pro-Gamer Brew. Der Pro-Gamer Brew hat das hier bestimmt schon längst geschafft gehabt, oder? Könnt ihr mir bitte mal schreiben in den Kommis, wie der sich hier geschlagen hat. Vielleicht gucke ich es mir auch an, aber das ist schon fertig. Mist. Mist. Geh mal weg. Ich brauche ein bisschen Abstand zu dir. Schade. Weil ich das halt mit dem Ausweichen nicht drauf habe. Aber wir wissen ja alle schon, dass der Adrenalin-Kopfsprung nicht meine Stärke ist. Wobei es jetzt gerade eigentlich... Oh, ey, wenn die nicht ihre blöden Flügel dazwischen halten würde. Wobei ja an sich oft funktioniert, nur das Timing, was die hier jetzt voraussetzen, kriege ich gerade nicht hin. Liegt hier eigentlich nur Munition? Ich habe überhaupt keine Zeit zu gucken. Aber Medipacks wären voll cool. Warum klappt das nicht? Ich bin der Meinung, die sitzen. Aber das Spiel nicht. Jetzt. Ah, oh, ist viel zu kurz. Scheiß Dreck. Die nervt mich. Na, jetzt geht's wieder rund. Nur noch 3 kleine, aber 16 große. Hey. Ich habe das Gefühl, es klappt besser, wenn ich nach rechts springe.
Die Musik geht mir total auf den Sack. Würdest du mal ein bisschen länger mit dem Rücken zu mir sitzen bleiben? Das wäre schmuf. Super annoying. Super annoying. Wenigstens geht das hier mit dem Timing, mit den Feuerbällen einigermaßen. Stirb doch! Ich bin wieder super still, ich weiß. Ich bin hier richtig arg konzentriert im Moment. Scheiße, 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 steh auf! Nicht so nah. Ich hasse es, wenn sie uns trifft. Es liegt ja echt nur Moon. Nadla hat halt auch ihren Spaß hier in dem Kampf. Die hätte uns bestimmt schon längst kalt machen können. Das hat jetzt gar nicht funktioniert. Jetzt. Ah! Wir treffen sie so oft, aber wir ziehen ihr nur so wenig ab. Vielleicht gucke ich mir das vom Ruhe auch lieber nicht an. Ich glaube, da fühle ich mich einfach nur schlecht. Das ist immer schon doof. Zu früh. Gott sei Dank hat man hier mehrere Möglichkeiten dann. Komm, der hat gesessen. Der war gut. Gar nichts. So langsam ermüden auch meine Finger, ey. Der hat auch gesessen. Scheiße. Hör doch auf, mich zu verarschen hier. Die hat noch voll viel Energie. Scheiße. Ich habe am Ende keine Medipax mehr. Ich sehe das schon. Komm. Scheiße! Mach sie wütend, mach sie wütend! Ah, fuck, ey! Sorry, ich werde wieder ausfallen hier. Schlecht, schlecht, schlecht. Ich kann bald nicht mehr schießen, ey. Vor allem, ich muss ja die rechte Maustaste gedrückt halten. Und die linke. Es geht nicht, wenn sie so nah an mir dran ist. Das war gut. Für meinen Geschmack hat es immer noch zu viel Energie. Au, 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 au. Ah. Scheiße, noch erwischt. Noch erwischt. Diesmal hat sie länger mit dem Rücken zu uns. Fuck, gestanden. Das ist das Allerschlimmste. Diese ewige Zeit, die Lara braucht, um wieder aufzustehen. Wer hat das nicht?
Ja, das ist alles nicht so schlimm. Schon die ganze Zeit. Auch bei denen vorher. Zu viel geschossen. Ich check's nicht. Hier ist das Spiel jetzt sehr genau. Das ist ganz schön schlecht für jemanden wie mich. Und wir landen halt jedes Mal so, dass wir nicht an ihren Rücken gucken. Das ist das Größte dabei. Das war gut, das war gut, das war gut. Ah, fuck, und jetzt geht sie nach. Worst case scenario. Wir haben sie bald. Wir haben über 10 große Medipacks. Das muss klappen. Ich weiß gar nicht, wie ich das mache, dass ich so vorne über sie springe. Das ist halt viel besser, weil wir dann ihren Rücken sehen, aber ich sehe dann das rote Steuerkreuz nicht. Das mir sagt, wann ich schießen darf. Ja klar, theoretisch springe ich genauso über sie drüber halten mit vorne. Die Bitch, die! Noch einmal. Dann haben wir sie. Auf einmal, dann haben wir sie. On. Wir schaffen dich jetzt, wir schaffen dich. Komm, komm her, komm her. Scheiße. Wir schaffen dich. Oh, zu früh. Jetzt werde ich unkonzentriert. Oh, schlecht. Schmatz, splatt. Schmatz, splatt. Sie kein einziges Mal so getroffen. Oh, während der Phase. Scheiße, scheiße, scheiße. Oh. Oh. Nein, Lara. Oh, scheiße. 12. Schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. Oh. Oh, die ist anstrengend. Das gibt Muskelkater an den Fingern. Ich hab dich erwischt. Mach doch nicht so. Ich versuche jetzt über sie drüber zu springen. Geht nicht. War eine Rolle. Okay. Wir weichen doch wieder rechts aus und müssen jetzt uns aufs Timing konzentrieren. Du sollst sterben. Zu früh, ey. Damit habe ich nicht gerechnet und dann sehe ich das Steuerkreuz nicht. Das Fadenkreuz, besser gesagt. Okay, das war's. Scheiße. Mhm, 4-mal erwischt, ist cool. Steh auf. Oh, fuck, ey. Wie weit schießt die denn? Warum springst du denn nicht? Warum machst du Rollen? Ich drücke auch springen. So. Jetzt macht sie wieder eine Rolle. Warum, Lara? Warum? Jetzt am Ende oder was? Spinnst du? Das, wenn sie das tut. Ich hasse das. Ja. Ah, scheiße. Unfassbar. Die letzte Phase, ey. Die allerletzte. Wir haben sie doch fast. Ah. Oh mein Gott. Kann nicht wahr sein. Ich hasse euch Spieleentwickler. Ich hasse euch. Ich hasse euch. Ja,
Wow, thank God. Oh mein Gott. Scheiße, falsch gedrückt. Oh Gott, bitte starte bei der Cutscene. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Gott sei Dank. Ey, wenn ich das jetzt alles hätte nochmal machen müssen, oh mein Gott. What have you really accomplished here? Nothing but a temporary stay of execution for your kind. This island is just one remnant of Atlantis. I will find another. But you, Lara, you have lost everything. Oh, nice. Und müssen wir jetzt raus oder macht sie das von alle? Ah, sie macht das. Ah, schön. Ja, genau. Wird da rauskatapultiert durch die Explosion, aber macht noch einen Kopfsprung in der Luft. Ist klar, Lara. Ist das das gleiche Boot, mit dem wir in Underworld starten? Ich weiß gar nicht. Sehr schön. Oh, 2 von 4 Artefakten. Das ist doch mal was. Oh, schade. Schade, schade. Jupp. Aber wir können uns dann bald mal anschauen. Ich glaube, das werde ich mal in irgendeinem random Samstag machen. Was wir schon generell alles freigeschaltet haben. Da ist der Abspann. Ja, ihr Lieben, das war Tomb Raider Anniversary. Es ging jetzt doch sehr viel schneller zu Ende, als ich gedacht hätte. Es hat mir aber sehr gut gefallen als Remake, muss ich schon sagen. Stellenweise haben sie es arg übertrieben. Also es gibt wenig Spiele, die mich zwischendurch so genervt haben wie Anniversary. Das ist also krass. Aber trotzdem war es gut umgesetzt. Jetzt auch die beiden Endgegner haben mir gut gefallen. Nadla war ein bisschen übertrieben, es hat schon arg genervt. Aber sonst wunderschön. Gefällt mir alles sehr gut. Ich wüsste gerne, wie ihr es fandet. Das haben ja auch einige selbst gespielt. Sagt doch mal, was ihr davon als Remake so denkt. Ich würde mich so freuen, wenn sie noch 2, 3, 4 und 5 remaken würden. Und auch gerne Angel of Darkness. Das war, hat nämlich eigentlich echt Potenzial. Aber die anderen würde ich so feiern, wenn es sie nochmal geben würde. Vielleicht machen sie es ja irgendwann. Das neue Tomb Raider hat ja viel Erfolg. Vielleicht ist das ja ein bisschen Ansporn, das noch zu tun. Ja, schön. Ja, ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll. Ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich danke euch sehr dafür, dass ihr mir weitergeholfen habt, wenn ich nicht weiter wusste, für all die vielen Kommentare und Bewertungen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war auch eins meiner beiden ersten Projekte. Ich hatte ja angefangen mit Anniversary und Doom. Und jetzt ist es zu Ende. Wir wären mit Sicherheit sehr viel schneller durch gewesen, wenn wir das zwischendurch nicht pausiert hätten. Außerdem wären wir schneller durch gewesen, wenn ich von Anfang an mal den Adrenalinkopfsprung gut hingekriegt hätte. Gott sei Dank habe ich das jetzt am Ende geschafft.
Stellt euch mal vor, also zu Zeiten der Zentauren, das hätte ich hier knicken können, das hätte ich hier am Leben nicht geschafft. Aber war gut. War sehr schön. Ja, ich habe ansonsten nicht viel zu sagen. Ab nächster Woche wird der Aufnahmeplan wie folgt sein. Montag Doppelfolge Doom, Dienstag Doppelfolge Tomb Raider 2, Mittwoch Doppelfolge Tomb Raider 3, Donnerstag Doppelfolge Tomb Raider 4, Freitag nach wie vor Amnesia, Machine for Pigs und Alice. Ja, und sobald dann, also im Moment stehen ja alle Tomb Raider relativ weit vor dem Ende. Doom glaube ich auch, ja. Und sobald noch ein Tag frei wird, kriegen natürlich auch Amnesia 2 und Alice einen Doppeltag. Ich denke mal, das wird jetzt alles sehr Schlag auf Schlag gehen. Vor allem, wenn wir Doppelfolgen haben, ist das sowieso sehr viel schneller vorbei noch. Ich denke mal, ich lasse jetzt einfach den Abspann fertig laufen. Ihr könnt ja zusehen und danke euch vielmals dafür, dass ihr hier dabei wart. War schön mit euch. Also, bis dann.